Den Beginn unserer Konferenz machen wir heute im Hanapi-Stadion zu Wien. Rapid gegen Sturm, fast ausverkauft das Hanapi-Stadion und damit allein in diesem Stadion mehr Zuseher als am Dienstag beim Spiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Der Bundesliga-Fußball lebt und das auf ihrem Bundesliga-Fußball-Sender. Mit dabei, schon besprochen bei Rapid heute, Mario Sara, zum zweiten Mal von Beginn an dabei. Ersetzt also Markus Katzer links in der Viererkette. Und vorne im Sturm übrigens Fabiano neben Mario Basina, das bei Sturm. Und auf der anderen Seite, nämlich bei Rapid im Sturm und auf der anderen Seite bei Sturm, da gibt es nur eine echte Spitze und die heißt Mario Haas, einer der Lieblingsspieler unseres Premierexperten Hans Krankl. Er soll heute für Gefahr sorgen, unterstützt von der hängenden Spitze von Samir Muratovic. Prächtige Stimmung hier im Hanapi-Stadion, wirklich sehenswert und auch voller Erwartung heute hier, die Zuseher und die Choreografie der Rapid-Fans. Alles also bereit hier für den ersten großen Schlager dieser Runde, Rapid gegen Sturm. Aber es gibt noch weitere, unter anderem bei gut besetztem Besuch auf der Google in Linz. Für die Gäste aus dem Burgenland, für den SV Mattersburg, der also in Hälfte 1 in den grünen Trikots von rechts nach links spielt. Die Salzburger erstmals über Patrick Jeschek, der spielt wieder links im Mittelfeld. Und das erste Tor des Abends, das ist im Hanapi-Stadion gefallen. Wer führt? Martin Konrad. Der Gast aus Graz, Sturm, Mario Haas, was für ein Auftakt im Hanapi-Stadion. 17 Sekunden gespielt und Sturm führt 1:0, als ob wir es angekündigt hätten. Haas, Sie sehen, Rapid mit dem Anstoß, mit dem vorsichtigen Aufbau. Sara auf Patoka, nochmals Retour. In der Viererkette wird der Ball hin und her gespielt und dann der schlechte Pass von Sara in den Lauf von Haas, der zieht ab und so steht es 1:0. Die erste, die einzige Ballberührung von Sturm bisher in diesem Spiel und das ist der Führungstreffer. Unglaublicher Auftakt hier in Wien durch Mario Haas, die Führung für Sturm und damit natürlich jetzt hier die Stimmung zum Greifen für die Rapid-Fans, die das kaum fassen können, dass sie... Rapid 0, Sturm 2, Klaus Salmutter, 28. Minute, Bilderbuch-Konter der Grazer und jetzt ist hier im Sturmsektor der Teufel los. Ja, ja, so schön kann Fußball sein, auch für einen Teamspieler wie Klaus Salmutter. Die Entstehung, wunderbar, wie hier der Ball läuft, über 3-4 Stationen. Muratovic, Traumpass auf den Flügel und Kramer mit Übersicht auf Klaus Salmutter und der braucht dann nur mehr Danke zu sagen. Kein Abseits, wunderschön ausgekontert, wunderschön ausgespielt. Die Rapid-Viererkette, herrlicher Fußball von Sturm heute hier im Hanapi-Stadion. Das ist wirklich wunderschön anzusehen und Salmutters drittes Saisontor macht also nach einer knappen halben Stunde eine völlig überraschende. Es nicht. Jürgen Säumel, 37. Minute, 3:0. Was ist das für ein Auftreten dieser Sturmmannschaft im Hanapi-Stadion? Völlig desolat, Rapid, konfus und Sturm brillant heute hier in dieser ersten Spielhälfte. Standardsituation, dann natürlich Glück dabei, aber Jürgen Säumel steht richtig und dann pfeffert er den Ball ins Tor, nachdem Brödel quasi hier den Assist gegen drei Rapidler leistet. Und damit steht es hier 3:0. Bitter für Peter Backholt. Drei Gegentreffer. Ja, wann hat es das zuletzt für Rapid gegeben? Gegen Mattersburg. Das war das einzige Mal in dieser Saison beim 2:3. Aber da war es spannend bis zum Ende. Jetzt reagiert Backholt. Holt Kulowitz und Sara hinaus. Und Hofmann, Salmutter vorbei an Tokic. Noch immer Salmutter. Aber dann das Zuspiel. Ungenau auf Haas. Der viel läuft, viel wartet, versucht den Ball zu verteilen und jetzt das Glück hat, dass ihm da Muratovic hervorragend hilft, herrlich den Ball zuspielt auf Säumel, aber der scheitert am Bayer. Ball noch immer heiß und jetzt ist es passiert. Klaus Salmutter, 4:0, 65. Minute. Was für ein Abend im Hanapi-Stadion in Schwarz-Weiß. Eine sportliche Hinrichtung von Rapid heute Abend vor knapp 1000 Sturmfans.
spielen die schwarz-weißen Katz und Maus mit dem Rekordmeister. Klaus Doppelpack, Salmutter, aber schon zuvor symptomatisch das Spiel von der Mannschaft von Peter Backholt an diesem Abend. Die gesamte Aktion, da ist kein Rapidler, der den Ball wegbringt, auch nicht Kavlak. Muratovic setzt sich durch, Zuckerpass auf Säumel, Payer, wieder einmal rettet er vor dem Rückstand. Dann setzt sich da noch Salmutter gegen Dober durch und lässt Payer keine Chance. 65 Minuten gespielt, Hans Krankl, unser Hobbylandwirt, der Hafer ist, glaube ich, jetzt geschnitten, ab nach Salzburg. Ehrentor für die Wiener, Mario Basina, 72 Minuten sind gespielt, nach einer Standardsituation macht Rapid den ersten Treffer an diesem Abend, nach diesem Freistoß. Zunächst der Kopfball, gut gemacht, da kann Grazer noch abwehren, aber dann ist Basina völlig frei, da schlafen alle von Sturm. Tokic war da mit dem Kopf zunächst dran, Boskovic auch noch vor Grazer und Basina akrobatisch mit seinem dritten Saisontreffer zum 1:4. Also 18 Minuten geht's noch. Geht da noch was bei Rapid? Bisher hatte hier nichts den Anschein. Bisher deutete alles darauf hin, dass es im 20. Bundesliga-Heimspiel unter Peter Backholt die erste Niederlage für Rapid heute geben wird. Ein Jahr ist er hier, der Wiener bei den Wienern. Und heute könnte es also soweit sein, es sei denn, Sturm verliert hier jetzt plötzlich die Ordnung. Aber wie gesagt, da war gut 70 Minuten nichts davon zu spüren. Im Gegenteil, Sturm hatte alles im Griff und Rapid konnte nicht, weil es ganz einfach gegen die cleveren Grazer nicht möglich war. Demütigung pur für Rapid, 1:5, 88. Minute. Und es ist, da dürfen sich auch die GAK-Fans freuen, Samir Muratovic, einer der Lieblinge beim Stadtrivalen, der heute hier sein drittes Saisontor erzielt und das sehr überlegt macht. Kein Abseits, das Zuspiel ideal von Salmutter, aufgehoben von Tonhofer und dann lässt der Bosnier keine Chance. Helge Payer macht das cool, lässig, abgebrüht. Stankovic zunächst auf Säumel, der direkt auf Salmutter, Spiel läuft weiter, der mit dem guten Auge Tor in Linz für Muratovic und das ist also die Entscheidung, 1:5, was für ein Debakel für Rapid und damit dorthin, wo es vielleicht den Ausgleich gegeben hat oder doch die endgültige Entscheidung. Hans Krankl, Sie sind auch aus dem Kopfschütteln nicht herausgekommen, habe ich gesehen. Ja gut, das ist ein absolut schwarzer Tag, das kann passieren, das ist ein Blackout. Sturm hat sehr gut gespielt trotzdem, sind ganz früh in Führung gegangen und haben eigentlich die ganze Zeit eigentlich sehr, sehr gut gespielt, haben Rapid sehr kontrolliert und haben nach vorne wunderbare Aktionen gespielt. Aber ich habe schon einige Male gesagt, dass diese junge Sturmmannschaft für mich spielerisch die beste Mannschaft in Österreich ist. Ja, und der Trainer steht jetzt schon eine Zeit lang da. Es gab ja einige Treffer zu sehen. Franco Foder, welcher hat Ihnen denn am besten gefallen von Ihrer Mannschaft? Ja, es waren alle sehr, sehr schön, aber wichtig war natürlich das 1:0 zu dem frühen Zeitpunkt. Das hat uns natürlich total in die Karten gespielt, aber nochmal großes Kompliment an die Mannschaft. Alles das, was sie uns vorgenommen haben, wir wollten von Anfang an aggressiv spielen, wir wollten sie unter Druck setzen. Das haben wir gemacht und deshalb auch verdient gewonnen. Vor diesem Spiel sind Sie schon so mit einem verschmitzten Lächler ins Stadion gekommen und haben gesagt, wir sind hier, um zu gewinnen. Wie sehr haben Sie denn wirklich daran geglaubt? 6 Punkte gegen Rapid, erster Heimsieg und heute hier wieder ein Sieg. Natürlich waren wir vor dem Spiel krasser Außenseiter, weil in Rapid ist es sehr, sehr schwierig zu gewinnen. Aber genau das hat uns gefährlich gemacht. Ich habe der Mannschaft gesagt, wir haben hier nichts zu verlieren. Rapid ist seit 16 Spielen ungeschlagen zu Hause, aber jede Serie reicht einmal und ich bin froh, dass es heute passiert ist. Wie geht man mit dieser hohen Debakel, das Ihrer Mannschaft heute gelungen ist, um? Machen Sie da noch eine Fehleranalyse oder schürt man da einfach weiter die Euphorie und feiert mal so richtig? Wir analysieren jedes Spiel. Der Treffer zu dem 4:1 darf natürlich nicht passieren, weil wenn Rapid beim Stand von 3:0 das 3:1 erzielt hätte, wäre es nochmal schwierig geworden mit dem Publikum im Rücken. Und da muss man einfach abgeklärter spielen. Aber insgesamt war es eine tolle Leistung von unserer Mannschaft. Wichtig wird jetzt sein, dass wir realitätsnah bleiben und dass wir nicht wieder zu euphorisch werden wie vor den Spielen Ried und Kärnten. Ja, und wie wollen Sie das schaffen, dass die Mannschaft auch kontinuierlich solche Leistungen wie heute abrufen kann? Ja, wir werden weiter hart und intensiv trainieren und das ist wichtig für die Mannschaft. Sie sieht dann auch, dass dann Erfolg belohnt wird. Aber wichtig wird sein auch das ganze Umfeld, dass wir
auf dem Boden bleiben, der Realität, und dass wir weiter hart arbeiten. Ist noch eine lange Saison. Heute, das war ein sehr, sehr schöner Sieg für uns alle. Der war sehr wichtig, die 3 Punkte. Und alles weiter wird man in den nächsten Wochen sehen. Aber ich nehme an, ein bisschen anstoßen werden Sie heute schon. Die Mannschaft hat morgen frei bekommen, weil Mario Haas hat morgen Geburtstag. Und die Mannschaft geht heute zusammen feiern. Und das hat sie sich auch verdient. Danke, Franco Foda, und damit zurück ins Studio. T-Mobile Bundesliga wird Ihnen präsentiert von Admiral Sportwetten.